Hallo und herzlich willkommen zu We Sported trifft. Unser heutiger Gast ist der ehemalige Biathlonstar Michael Greis. Hi. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir befinden uns hier direkt vor der Internationalen Olympischen Akademie in Olympia und damit in der Wiege der Olympischen Spiele. 2006 sind Sie aus Vancouver mit 3 Goldmedaillen und als König der Spiele zurückgekehrt. Fühlen Sie eine Verbundenheit mit dem Ort hier? Die Flamme wird natürlich hier entzündet und es ist ein weiter Weg bis Turin. Und ich bin das zweite Mal schon hier und sicherlich das ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass jeder, der mal bei Olympischen Spielen dabei war oder sogar Olympiasieger geworden ist, mal hier an die Stätte kommt, sich das alles anschaut, sich ein bisschen mit der Geschichte befasst und ja, die ganze Geschichte Olympia abrundet. Ihre Karriere haben Sie 2012 beendet, im Dezember. Und auf dieser Reise hier sind ganz viele Themen auch in Vorlesungen angesprochen worden, über Politik der Olympischen Spiele, Boykotte und Pro- und Kontra-Argumente. Welche Themen sind für Sie momentan wichtig rund um die Olympischen Spiele? Gute Frage. Also ich muss natürlich ganz klar sagen, als Sportler konzentriert man sich auf den Sport und da ist es im Fokus. Also da bin ich jetzt das erste Mal damit mit den ganzen Themen konfrontiert. Was mir wichtig ist, dass der Sport eigentlich ein wichtiger Bestandteil ist. Und gerade Olympia ist als Großveranstaltung ein bisschen eine Problematik gewesen, dass man das schafft. Und da soll ja anscheinend die Agenda 2020 helfen, dass man da wieder Glaubwürdigkeit schafft und einfach ja, ein Fest oder schöne Spiele, wo jeder gern dabei ist und wo man auch gern Ausrichter von solchen Veranstaltungen ist. Sie sprechen den Ausrichter an. München hat sich kürzlich dagegen entschieden, die Winterspiele auszurichten. Hamburg hat jetzt die nächste Chance. Es wird das Referendum geben im November. Können Sie differenzieren zwischen Winterspielen und Sommerspielen und würden Sie sagen, Deutschland braucht Olympische Spiele? Also erstmal, was natürlich schade, dass München es nicht gekriegt hat. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, aber die Abstimmung damals der Volksentscheid, das war schon ernüchternd, weil letztendlich kein Landkreis da dafür gestimmt hat. Und deswegen ist es eine tolle Chance für Hamburg. Und ich glaube, die Hamburger gehen das Ganze anders an. Sie sind sehr sportbegeistert. Ich denke schon, dass das Referendum klappt, dass sie sich oder dass Hamburg Candidate City wird. Die Frage ist, was dann passiert, aber man sollte den Weg verfolgen und auch wenn es vielleicht mal nicht klappt, jetzt mit Hamburg ein zweites Mal sich bewerben, weil das, denke ich mal, eine super Möglichkeit und das Konzept von Hamburg ist sehr gut und ich kann es nur unterstützen und würde mich freuen, mal im eigenen Land wieder Spiele zu haben. Sie sagen, das Konzept unterstützen, das heißt, in der Olympischen Charta steht, die Olympischen Spiele sollen das friedliche Miteinander der Völker unterstützen und so weiter. Sind das auch Werte, die Ihnen immer wichtig waren bei Olympischen Spielen? Also der Sport verbindet und im Sport entstehen über Nationen hinweg natürlich Freundschaften, auch wenn man sich dann im Wettstreit misst. Aber als Sportler, wo ihr nicht herkommt, da denkt man nicht, da liest man die Charta durch und dann geht man in die Wettkämpfe, sondern man sieht das ganz praktisch. Aber das ist natürlich wichtig. Und vor allem bei so großen Ereignissen ist natürlich das mediale Umfeld ganz entscheidend. Und das sind alles Themen, die man als Sportler unbedingt mal mitnehmen muss. Das sind ja auch alles Ideen, die auch hier schon vor hunderten Jahren entstanden sind. Auch. Und Sie sollten 2010 die deutsche Mannschaft in das Stadion führen und die Fahne tragen. Das ist aber nicht zustande gekommen, weil Sie nicht an der Eröffnungsfeier teilgenommen haben. Inwiefern sind die Werte tatsächlich noch wichtig für die Sportler oder geht es tatsächlich eher um Leistung? Für wen sind diese Werte eigentlich wichtig heute noch? Also von dem ist es, ich war im Gespräch, also André Lange und ich haben mich gefragt und denke, der André hat auch einen späteren Wettkampf gehabt und man muss einfach schauen, Olympische Spiele ist das große Ereignis eigentlich alle 4 Jahre noch und wir haben 5 Wettkämpfe, jetzt ist mittlerweile der 6. Wettkampf mit der Mixstaffel dazugekommen und das auf 2 Wochen, das kann man nicht schaffen und gerade jetzt so
Eröffnungsfeiern, die dauern relativ lang. Das hat man zwar unheimlich jetzt für die Sportler gerne, dass sie viel von der Eröffnungsfeier haben, dass es nicht ganz so viel Ungewissheit ist, aber trotzdem war es meistens so, dass jetzt die Wintersportler, jetzt Biathleten vom Olympiastadion meistens so 1-2 Stunden entfernt wird und das alles in Summation steht nicht dagegen. Oh, aber ich meine, man kann da nicht alles haben und letztendlich reist man zu Olympischen Spielen, um Olympiasieger zu werden. Und ja, die Werte, ich denke, das Wichtigste ist, das haben wir bei unserem Vortrag schon gemerkt, Fairness, wie man das begrifft. Und Fairness heißt, okay, man bereitet sich optimal auf den Wettkampf, dass man dann auch dementsprechend sich beweisen kann. Und das andere, dafür ist, glaube ich, so die Werte, was es alles ausmacht, so eine Olympische Akademie wie hier jetzt zuständig. Die haben dann die nötige Zeit und Muße, die zu vermitteln, und die Sportler versuchen sich da ab und zu mal eher dran zu beteiligen und ja, ein bisschen was mitzunehmen. Wir hatten eben drüber gesprochen, im November fällt in Hamburg die Entscheidung. Was sind Ihre Wünsche, wie sich die Bürger entscheiden und inwiefern sind Sie auch bei Sommerspielen vielleicht vorm TV oder vielleicht sogar live mit dabei? Ja, natürlich sollen die positiv ausfallen, die Entscheide, und ich drücke natürlich Hamburg da die Daumen. Ich war bei der dritten WM damals vor ein paar Jahren, es war eine super Veranstaltung, ist eine ganz tolle Stadt, super sportbegeistert, und ich würde natürlich auch gerne dann dort vor Ort mal sein und zuschauen. Das ist natürlich auch dann immer eine tolle Gelegenheit, aber was ich definitiv mache, ist vom Fernsehen dabei sein. Ja, da ist noch eine Weile hin, aber ja, drück mir die Daumen, würde ich sagen. Dann Dankeschön. Danke auch.